Radio Taiwan, international aus Taipeh. Die Corona-Pandemie beherrscht auch in Taiwan die Nachrichten und dabei gehen einige Themen unter, die sonst Schlagzeilen machen würden. Tio Bihoi und Sebastian Hambach werfen heute im Kaleidoskop einen Blick auf drei dieser Themen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Ja, in der letzten Zeit dreht sich in den Nachrichten, aber zum Beispiel auch in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche, alles um die Ausbreitung des Coronavirus. Und auch in vielen anderen, nicht unbedingt nachrichtenbezogenen Sendungen, da sprechen wir oft über dieses Thema, weil das ja mittlerweile auch in der ganzen Welt eine große Rolle spielt und sich mittlerweile also in allen möglichen Ländern auch sehr viele Menschen darüber Gedanken machen, wie sie mit dieser Epidemie umgehen oder auch weil sich die Epidemie schon auf das eigene Leben und den eigenen Tagesablauf sogar ausgewirkt hat. Aber an dieser Stelle wollen wir auch mal über ein paar Themen sprechen, die eigentlich wahrscheinlich auch für Schlagzeilen sorgen würden, hier in Taiwan zumindest, wenn jetzt eben nicht gerade diese Epidemie das tonangebende Thema wäre, die aber deshalb auch im Moment so etwas untergehen, aber die nicht unbedingt weniger wichtig sind oder zumindest die sonst auch sehr wichtig wären. Und ein Thema, was mit Sicherheit sehr viel diskutiert werden würde, also noch mehr als das bis jetzt auch innerhalb von Taiwans der Fall ist, das ist die Abberufung des Bürgermeisters von Kaohsiung, Han Guoyu. Und die Hörer werden sich vielleicht noch an diesen Namen erinnern, denn Han Guoyu war ja auch der Präsidentenkandidat der Kuomintang Anfang des Jahres bei der Präsidentschaftswahl. Das ist schon eigentlich ein sehr interessantes Thema, weil Han Guoyu vor noch nicht mal 3 Jahren in etwa wie aus dem Nichts eigentlich auf der politischen Bühne hier in Taiwan erschien. Er war zwar schon vorher jemand mit einer längeren politischen Karriere, aber er war eigentlich nicht wirklich bekannt. Und er hat es dann innerhalb von kürzester Zeit dazu nicht nur geschafft, das Bürgermeisteramt in Kaohsiung dann zu gewinnen, also in einer Stadt, die traditionell jahrelang von der DPP regiert wurde, sondern er konnte auch noch dann die Nominierung für die Präsidentenwahl für sich sichern, für die oppositionelle Kuomintang, die größte Oppositionspartei derzeit in Taiwan. Aber jetzt mittlerweile, wie gesagt, spricht man über seine Abberufung oder mögliche Abberufung, nachdem er die Präsidentenwahl im Januar verloren hatte. Da hatte man dann auch in Kaohsiung verstärkt danach gefordert, dass er als Bürgermeister abberufen werden soll. Und das war eigentlich schon eine Bewegung, die noch während des Präsidentschaftswahlkampfes stattgefunden hatte. Man hatte ihm vorgeworfen, dass er die Stadt etwas im Stich gelassen hat. Diese Bewegung hat eben auch bis heute nicht abgenommen. Und die Gruppen, die nach dieser Abberufung vor allem gerufen haben, die haben auch in den letzten Monaten und Wochen, also trotz Epidemie, immer weiter fleißig Stimmen gesammelt, Unterschriften für eine mögliche Abberufung von Han Guoyu. Ja, apropos Han Guoyu, ich muss ehrlich sagen, vor 3 Monaten hört man eigentlich jeden Tag in allen Medien, sei es Zeitungen, Online-Zeitungen oder überhaupt im Fernsehen, Radio oder auf der Straße, dann sieht man eigentlich nur Han Guoyus Namen und noch seine Unterstützer. Und seine Unterstützer sind und waren alle so begeistert, enthusiastisch. Solange Han Guoyu auftauchte, erschien, dann kamen so viele Leute zu ihm. Er war wirklich damals Favorit aller Medien. Man hört eigentlich nur von ihm. Ja, und es gab ja sogar auch eine Entscheidung oder eine Rüge von Taiwans Telekommunikationsbehörde, die manche Medien dann dazu aufgefordert hat, dass sie eben nicht zu viel über ihn berichten sollen, weil das in den Augen von dieser Behörde schon auf eine Art von Wahlkampfhilfe gedeutet wurde, also dass man immer nur über einen Kandidaten gesprochen hatte und sogar teilweise auch sehr bunt über diesen Kandidaten berichtet hatte, also über fast schon so eine Art Vergöttlichung von bestimmten Attributen, die diesen Kandidaten ausmachen, zum Beispiel wenn er irgendwo auftritt, dass dann die Sonne besonders scheint oder so etwas. Also es war schon eine sehr interessante oder auch sehr ausschweifende Berichterstattung teilweise. Also heutzutage ist das Coronavirus wirklich in allen Munden und unsere Leben hier richten auch sehr nach der Bekämpfung des Coronavirus. Aber vor 3 Monaten war Han Guoyu die dominierende Person hier überhaupt in Taiwan. Man sprach damals nur von ihm, kritisierte ihn oder lobte ihn, was auch immer. Also jetzt haben wir jeden Tag vielleicht 5, 6 Meldungen auf unsere Nachrichten gestellt und 4 bis 5 Meldungen geht es um das Coronavirus, aber vorher waren
Im Gegenteil, also ging ja 4 oder 5 dann um die Nachrichten, die mit Hangui zu tun hatten. Und so war damals so und kaum hat er die Präsidentenwahl verloren und dann kam plötzlich ganz schnell, also die Wahl fand Anfang Januar statt und Ende Januar, dann hört man eigentlich schon von dem Ausbruch des Coronavirus in China und so die ganze Bevölkerung in Taiwan ist bei der Phase sich gegen die Ausbreitung des Coronavirus eingeschlossen. Also irgendwie, dann hört man jetzt gar nichts mehr von Han Kuo-yu und Han Kuo-yu hat auch von sich aus sehr zurückhaltend benommen. Also tatsächlich, der spricht auch nicht mehr so viel und tritt auch nicht bei alle möglichen oder unmöglichen Gelegenheiten auf. Auf jeden Fall, jetzt hört man gar nicht mehr von ihm und während bei der Bekämpfung des Coronavirus, dann hat dieser Bürgermeister das gesagt oder der andere was unternommen hat, man hört eigentlich kaum noch was von ihm oder von Kaohsiung irgendwie. Er versucht sich dann in Vergessenheit aller Leute zu geraten, weil vielleicht das eine Strategie von ihm, wenn man ihn einfach vergessen hat, dann wird diese Anti-Han Kuo-yu-Kampagne vielleicht dann weniger Unterstützung von der Bevölkerung bekommen könnte. Das wissen wir nicht auf jeden Fall. Man hört schon kaum noch von ihm. Allerdings, diese Abrufen-Kampagne setzt sich weiter fort und tatsächlich vor kurzem hat diese Anti-Han Kuo-yu-Kampagne-Gruppe noch sehr viele Unterschriften an die zentrale Wahlkomitee gegeben und diese ist auch akzeptiert worden. Das heißt ja, die erste Periode und zweite Periode bei der Abberufungsprozess ist akzeptiert worden und bald wird die Abwahl stattfinden. Und wann diese Abwahl richtig stattfinden würde, wissen wir noch nicht, aber man hat vermutet, wahrscheinlich Anfang Juni. Also diese Abberufung oder dieses Vorhaben ist natürlich auch ein politisches Thema und insofern aber im Moment tatsächlich für die meisten Medien weniger wichtig als diese Coronavirus-Epidemie oder diese Präventionsarbeiten, die geleistet werden. Aber es gibt auch noch ein anderes Thema, das wahrscheinlich etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten würde, als es das derzeit tut, das aber trotzdem vielleicht auch so im kulturellen Vergleich sehr interessant ist. Und zwar geht es dabei um diese Frage, ob Ehebruch in Taiwan weiterhin dem Strafgesetz zugerechnet werden soll. Und Taiwan ist eines der wenigen Länder und in einem Bericht habe ich auch gelesen, das einzige industrialisierte Land in der Welt, das also noch Ehebruch diesem Strafrecht zuordnet. Das heißt also, es droht eine Gefängnisstrafe in Taiwan, wenn man eben seiner Partnerin oder seinem Ehepartner nicht treu bleibt. Und das wird von vielen kritisiert, auch zum Beispiel von vielen Frauenverbänden wird das in Taiwan kritisiert, auch wenn diese Gefängnisstrafe in der Praxis oft in eine Geldstrafe einfach umgewandelt werden kann, weil sie eigentlich nicht sehr lange ist. Also ich glaube 3 oder 4 Monate ist diese Zeit, die man dann maximal im Gefängnis verbringen müsste. Aber die Tatsache, dass Ehebruch als ein Strafgesetzbestandteil immer noch bestehen bleibt in Taiwan, das sorgt eigentlich für viele Probleme. Und deshalb hatten insgesamt 18 Richter dazu aufgerufen, dass man über dieses Thema diskutiert und dass man sich vor allem anschaut, ob dieses Ehebruch als Strafgesetz überhaupt mit der Verfassung in Taiwan noch vereinbar ist. Denn das Problem war zum Beispiel bei der Beweisbeschaffung. Also es hat zu sehr vielen teilweise schon extremen Situationen geführt, dass dann zum Beispiel Frauen, wenn sie ihren Mann verdächtigt haben, dass er fremd geht, dass sie dann also einen Privatdetektiv angestellt haben und die haben dann zum Beispiel teilweise die Hotelzimmer gestürmt, wenn sie dann eben dem Mann nachgespürt haben und tatsächlich sich herausgestellt hat, dass er mit einer anderen Frau dort war oder natürlich auch umgekehrt das Beispiel gab es, dass dann eine Frau, die verheiratet war, ihren Mann betrogen hat. Und auch in diesem Falle musste also irgendwie ja erstmal ein Beweis beschafft werden und dass also diese Beweisbeschaffung eigentlich wieder ihrerseits gegen Menschenrechte verstößt in der Art und Weise, wie dann diese Privatdetektive also in die Hotels eingedrungen sind oder dort eben Materialsuche betrieben haben sozusagen, Fotos auch gemacht haben. Und das ist also ein Thema, das jetzt im Moment auch zumindest auf juristischer Ebene diskutiert wird und es gibt Für- und Widersprecher. Also zum Beispiel sehr viele Frauenorganisationen, die sind eigentlich für eine Abschaffung dieses Strafgesetzartikels, denn es gibt Statistiken, die belegen, dass vor allem Frauen eigentlich davon betroffen sind. Also auch wenn Statistiken zufolge die Männer öfter diejenigen sind, die Ehebruch betreiben, wie man sich ja leicht vorstellen kann, ist es allerdings so, dass
die Frauen öfter nach diesem Gesetz bestraft werden. Das heißt also, in der Praxis scheint es so zu sein, dass viele Frauen eher vielleicht nicht unbedingt verständnisvoller sind, aber zumindest nicht auf die Umsetzung dieses Gesetzes bestehen und dann zum Beispiel auch von einer Klage oder von einer Anzeige eher absehen. Aber wenn dann die Männer in der Situation sind, dass sie betrogen werden, dass sie bei ihrer Ehefrau Ehebruch feststellen, dass die dann darauf beharren, dass also tatsächlich dieses Strafgesetz auch angewendet wird. Und das hat dann auch eben zu dieser Geschlechterungleichheit bei der Umsetzung von diesem Gesetz geführt. Und das sind einige der Gründe, warum jetzt verstärkt auch noch einmal darüber diskutiert wird. Ja, tatsächlich, viele Leute können das bestimmt nicht nachvollziehen, dass Taiwan so ein freies, demokratisches Land und so fortgeschrittenes Land und trotzdem hat man diese Bestimmungen. Und das widerspricht eigentlich der Vorstellung der meisten Leute in der Welt, aber das ist tatsächlich so. Du hast ja vorhin von der Szenerie beschrieben, wie die Ehefrau so einen Detektiv engagierte und kam zu dem Hotelzimmer und so weiter und so fort. Und sowas passierte eigentlich, ich weiß nicht, ob die in der Realität, aber in vielen Fernsehsendungen so. Und tatsächlich, man liest oder hört zu sehr viel solche Anekdote. Also in der Praxis weiß ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so genau, weil wenn man nicht zusammen kann, dann kann man scheiden gehen und so. Das ist in Taiwan eigentlich schon ganz Normalität. Auf jeden Fall viele Frauengruppen, du hast vorhin gesagt, die unterstützte, dass dieses Gesetz abgeschafft werden sollte, aber es gibt tatsächlich auch viele Frauengruppen, die dafür sind, weil wie gesagt, Frauen sind meistens Opfer bei einem Ehebruchsfall. Also die Männer sind normalerweise diejenigen, die fremdgegangen sind und dann vielleicht auch erwischt worden sind. Die wurden allerdings noch ihre Ehe behalten, während die dann noch Freude mit anderen Frauen zu haben und so weiter. Auf jeden Fall, das merkt man schon in dieser Gesellschaft. Manche sprechen sich natürlich dagegen aus, manche dafür aus. In Taiwan gibt es immer noch diese alte Tradition. Auge um Auge, und das passiert auch bei der Diskussion über die Abschaffung von Todesstrafe und so weiter. Also auf einer Seite sieht Taiwan sehr modern aus und die Leute sind demokratisch und international und so weiter. Aber auf der anderen Seite sind die Leute doch etwas konservativ und nehmen sich sehr zurückhaltend. Aber vielleicht ist das der Charme von dieses Land, wie das Stadtbild in Taipei. Da gibt es ja wirklich ganz moderne Wolkenkratzer. Aber auf der anderen Seite, da gibt es noch sehr viele verkommene kleine Häuschen und daneben vielleicht auch einen kleinen Tempel und so weiter. Also irgendwie alle zusammen gemischt und trotzdem herrscht noch einige Harmonie hier. Ja, und zum Beispiel das Justizministerium argumentiert in beiden Fällen, also sowohl was die Abschaffung von Ehebruch als Straftat, als auch was zum Beispiel die Abschaffung der Todesstrafe angeht, immer damit, und jetzt auch in diesem Falle also damit, dass die Mehrheit der Bevölkerung von Taiwans eigentlich beide Gesetzessituationen weiterhin unterstützt, zur Mehrheit zumindest, also über 60% oder 70% sogar in beiden Fällen. Und das ist natürlich dann auch immer die Frage, also inwiefern nimmt man auf solche Umfragen Rücksicht? Und es gibt ja auch zum Beispiel andere Beispiele, wenn man an das letzte Jahr denkt, da hat ja Taiwan, also um jetzt wieder einen Kontrapunkt zu setzen, wo das Land sehr liberal war oder vorgegangen ist, zum Beispiel diese Ehe für alle legalisiert. Und damit war ja auch Taiwan eines der wenigen Länder in der Welt überhaupt, wo man diese Ehe für alle überhaupt im Gesetz verankert hat. Und dem vorausgegangen war damals eben auch eine Entscheidung der Verfassungsrichter, wonach die bis dahin bestehende Gesetzeslage, dass eben nur ein Mann und eine Frau eine Hochzeit, eine Heirat haben können, eine Ehe haben können, dass das also nicht der Verfassung entspricht. Und jetzt hat man, wie gesagt, also auch eine ähnliche Diskussion, aber zu einem anderen Thema. Und auch hier wird man sich dann wieder verschiedene Meinungen anhören und wird dann zu einem Ergebnis kommen, das steht jetzt noch aus. Aber es wird auf jeden Fall, und das zeigt vielleicht, wie liberal Taiwan zumindest in jedem Falle ist, es wird darüber diskutiert und man kann immer beide Seiten für diese Meinungen hören. Und ein anderes Thema, was auch eigentlich kaum beachtet wird im Moment, was aber zumindest auch von der Geschichte Taiwans, also der sehr neueren Geschichte zumindest eine große Rolle spielt, das ist ECFA, also dieses Wirtschaftsrahmenabkommen mit China, zwischen Taiwan und China, das im Jahr 2010 erst zustande gekommen ist und das aber eine etwa 10-jährige Laufzeit auch hatte. Also das heißt, dieses Jahr läuft dieses Rahmenabkommen
Abkommen mit China eigentlich aus? Es wurde damals verabschiedet zwischen der damaligen Kuomintang-Regierung in Taiwan von dem damaligen Präsidenten Ma Ying-jeou und der chinesischen Regierung. Und das wurde damals also sehr stark hier in Taiwan diskutiert. Da gab es sehr viel Widerstand gegen, weil man von Seiten der damaligen Oppositionspartei, jetzigen Regierungspartei DPP, befürchtet hat, dass ein derartiges Rahmenabkommen zu einer Unterhöhlung von Taiwans Wirtschaft führen könnte, dass also immer mehr Unternehmen von Taiwan aus dann nach China auswandern, weil sie dort vielleicht bessere Arbeitsbedingungen haben oder mehr Geld verdienen können. Aber auf der anderen Seite, die damalige Regierung hatte argumentiert, dass diese Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Seiten wichtig sei, damit eben auch Taiwans Wirtschaft noch mehr Zugang zu diesem chinesischen Markt bekommt und damit dann eben auch mehr Geld machen kann und dass damit dann eben auch es den Unternehmen aus Taiwan besser gehen sollte. Und das war auch gerade entlang dieser unterschiedlichen ideologischen Linien in Taiwan und der unterschiedlichen politischen Lager eine sehr heftig geführte Diskussion. Aber jetzt kurz vor diesem Ende dieser ECFA-Laufzeit, da hört man eigentlich kaum etwas zu diesem Thema. Und man geht eigentlich zumindest auch nicht davon aus, dass die jetzige DPP-Regierung, die damals dagegen argumentiert hat, dass die jetzt dafür ist, dass das tatsächlich ausgesetzt wird. Und viele Experten gehen eher davon aus, dass auch die DPP eigentlich an einer Fortsetzung dieses Rahmenabkommens interessiert ist. Ja, tatsächlich. Und ob die DPP-Regierung sich für dieses Rahmenabkommen interessiert oder nicht, wichtig dabei ist, dass man schon den nächsten Schritt unternehmen soll oder vorbereiten soll, falls diese ECFA-Rahmenabkommen nicht mehr fortgesetzt werden könnte. Wie die DPP-Regierung darauf reagieren sollte, das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber wegen der Bekämpfung des Coronavirus, dann ist, wie gesagt, dieses Thema nicht mehr von allen diskutiert, obwohl die eigentlich sehr wichtig für Taiwans Wirtschaft ist. Und man spekuliert jetzt dann in Taiwan, wie die Haltung Pekings sein könnte, ob Peking den guten Willen zeigen würde und diese Abkommen fortsetzen lassen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und China hat bis jetzt auch keine Stellungnahme gezeigt. Taiwan kann jetzt schlecht schätzen, was China darüber denkt. Und das, wie gesagt, sehr wichtig für Taiwans Wirtschaft ist und vor allen Dingen für Taiwans Landwirtschaft, weil viele taiwanische Agrarprodukte und auch viele Fischereiprodukte gehen eigentlich nach China, also weil diese Produkte nicht lang transportiert werden sollten und außerdem Taiwaner und Chinesen gleiche Lebensmittel essen und so, dann 539 taiwanische Produkte gehen nach China und macht ja natürlich auch viel Geld. Und daher, falls die davon lebenden Bauern oder Fischer ihre Einkommen nicht mehr gesichert bekommen, und das wird natürlich ein großes Problem für die DPP-Regierung sein. Und das ist zum einen. Zum zweiten, wie gesagt, man weiß ja nicht, wie sie weiter fortsetzen wird. Und es gibt ja so viele Diskussionen. Obwohl man jetzt vielleicht keine Zeit, keine Laune über dieses Thema zu diskutieren, aber bald muss man ja schon wahrnehmen, dass man unbedingt darüber diskutieren und eine Entscheidung treffen soll und eine Stellungnahme geben soll. Ein möglicher Termin ist Ende Juni. Weil bis dahin wird ECFA-Rahmenabkommen auslaufen und bis dahin müssen die beiden Seiten der Taiwanstraße tatsächlich miteinander reden und diskutiert, wie sich es weiterentwickeln soll. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui. Ja, und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören im Internet unter www.de.rti.org.tw. Außerdem sind wir unter deutsch@rti.org.tw per E-Mail zu erreichen. Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch und auf YouTube unter RTI Deutsch. Das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International hören Sie morgen wieder. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Rotha. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.